Das ist Sophie. Sie ist eine Medizinstudentin, genau wie du. Sie ist mit vielen neuen Situationen konfrontiert. Ein neues Umfeld, Anatomie, Biochemie und vieles mehr. Sie ist mit der Wahl ihres Studiums sehr zufrieden, hat aber das Gefühl, dass etwas fehlt. Für Sophie bedeutet Medizin viel mehr als nur Fakten und Zahlen. Denn sie glaubt, dass sie als Medizinstudentin etwas bewegen kann und als zukünftige Ärztin nicht im bisherigen System gefangen sein muss. Sie glaubt, dass man als Team mehr erreichen kann und sieht, dass man als Ärztin viel mehr können muss, als man in den Fachbüchern lesen kann. Dinge, die man im Studium nicht direkt erlernt. Sophie ist sich unsicher, wo sie diesen Wünschen nachgehen kann, bis sie auf die SWIMSA trifft. Die SWIMSA ist der Verband der Schweizer Medizinstudenten und vertritt dich und alle anderen 7000 Medizinstudenten auf nationaler und internationaler Ebene. Es ist so einfach. Wenn du Chiropraktik, Human- oder Zahnmedizin studierst, dann bist du automatisch Mitglied der SWIMSA. Der Grund dafür liegt in deren Struktur. Im Herzen der SWIMSA sind die Fachschaften und die Projekte. Durch die 6 Fachschaften wird garantiert, dass deine Stimme vertreten wird. Auf der Fachschaftsebene hast du die Möglichkeit, aktiv dein Studium zu beeinflussen, zum Beispiel durch Mitsprache beim Curriculum. Auf der anderen Seite sind die Projekte wahrhaftig die Verbindung zur Gesellschaft. Hier erlernst du zum Beispiel beim Teddybär-Spital Kinder die Angst vor dem Spital zu nehmen oder du könntest mit Achtung Liebe Jugendliche über das Thema Sexualität aufklären und dies nur um ein paar zu erwähnen. Auf nationaler Ebene agiert der Vorstand der SWIMSA. Dieser arbeitet in Kooperation mit den Fachschaften und Projekten und erledigt das tägliche Geschäft. Den Vorstand und dessen verschiedenen Assistenten ist es möglich, Repräsentanten in verschiedene Organisationen zu haben, wie zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit, die FMH und viele andere. Wir haben somit die Möglichkeit, direkt unseren Input zu geben. Das oberste Organ des SWIMSA ist die Delegiertenversammlung. Alle Fachschaften und Projekte schicken Delegierte und lenken somit die SWIMSA nach euren Wünschen. Der Event ist offen für alle und eure Teilnahme ist sehr erwünscht. Ihr seht in die spannenden Diskussionen und die Arbeit des Vorstands hinein und könnt auch an Workshops oder sogenannten Trainings teilnehmen, um euch Soft Skills wie Teambuilding oder Time Management anzueignen. Der weitaus größte Event des SWIMSA ist die Swiss Medical Students Convention oder kurz SMSC. Es ist die perfekte Möglichkeit, um andere Medizinstudenten aus der ganzen Schweiz kennenzulernen, während man gleichzeitig interessanten Vorträgen folgen kann oder sich wieder in einem Training neue Skills zulegt. Und wie könnte man vergessen, die legendären Partys zu erwähnen? Der SMSC findet schon im November in Fribourg statt mit dem Thema Secondhand, how reusable is your body? Wenn du Lokales und Nationales zu langweilig findest, kannst du dich auch international engagieren. Durch die IFMSA, die International Federation of Medical Students Association, sind wir ein internationales Netzwerk von über 1,3 Millionen Medizinstudenten angebunden. Zweimal im Jahr schicken wir eine Delegation an deren Generalversammlung, an die man sich das ganze Leben erinnern wird. Durch das Netzwerk der IFMSA hast du auch die Chance, vorklinische und klinische Austauschmonate zu absolvieren. Dank der Arbeit von SWIMSA Exchanges kannst du in eines von über 30 Ländern reisen, dort ein einmonatiges Praktikum absolvieren und viele neue Erfahrungen sammeln. Wow, Sophie hätte jetzt nicht gedacht, dass es so viele Gelegenheiten gibt und weiß gar nicht, wo sie anfangen soll. Aber keine Panik, denn es gibt viele einfache Kanäle, um sich in Ruhe nochmal alles anzuschauen und um Informationen zu bekommen. Einmal pro Semester bekommst du das SWIMSA Journal in den Hörsaal geliefert. Mit dem kannst du interessante Erfahrungsberichte lesen, dich über neueste Events des SWIMSA updaten und vieles mehr. Das neueste Journal bekommst du schon heute, also schnapp dir eins. Durch einen einfachen Like auf Facebook oder einen kurzen Besuch auf unserer Website www.swimsa.ch bist du immer auf den aktuellsten Stand. Auf der Website kannst du dich für den SWIMSA Newsletter einschreiben, dann bekommst du alle Informationen bequem via E-Mail. Zur Erinnerung, die nächsten wichtigsten Daten: am 31. Oktober und 1. November das SWIMSA Officials Meeting und die Delegiertenversammlung und der nächste SMSC in Fribourg am 13. bis 15. November. Das ganze SWIMSA Officials Team wünscht dir einen super Start in das neue Semester.
Viel Erfolg beim Studium und freut sich, dich kennenzulernen.